Herzlich willkommen bei Interview in 666 Sekunden. Schall und Laut hat heute geladen. Und zwar haben wir einen Gast aus Schleswig-Holstein, den Sebastian Jensen von Sodakra. Hallo zusammen und vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Hallo. Ihr habt gerade ein neues Album rausgebracht. Genau, nennt sich Wolfbeit. 25.06. ist es rausgekommen und genau. Es ist wieder ein Konzeptalbum. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das Ganze zusammenhängt ist mit anderen Projekten, die wir schon draußen haben. Und zwar geht das zurück ins Jahr 2013. Dort hat der Arcadis zusammen mit Chris Verwimp ein Projekt gestartet und es nennt sich Rams of Odoric. Der Chris hat dort eine Storyline entwickelt, die orchestral untermalt, also musikalisch untermalt wurde von Arcadius. Grob kann man es sich so vorstellen, als wenn Chris hat so eine Story wie Lord of the Rings mit Conan der Barbar gekreuzt und da eine riesen epische Fantasiewelt gebaut. Dieses Projekt beschreibt aber so die Erlebnisse, die kompletten Geschichten dort. Und irgendwann haben die beiden sich überlegt, es wäre doch cool, wenn man auch auf die Charaktere einfach ein bisschen näher eingehen könnte. Und das in einem anderen Projekt namens zum Beispiel Sodakra. Und das ist dann passiert im Jahr 2016 mit dem gleichnamigen Album Realms of Odoric, was das First Age Album von Realms of Odoric, also dem anderen Projekt, beinhaltet und dort den Charakter Odoric näher beleuchtet. Mit Wolfbite, was wir jetzt rausgebracht haben, widmen wir uns jetzt dem Second Age Album und der Hauptfigur Alaric. Und es gibt sogar noch ein Third Age Album und das bedeutet, wir haben also in Zukunft noch ein weiteres Sodakra Album, was in diesem gleichen Konzept weiter bedient wird. Zwingt das einen nicht in ein Korsett hinein, wo man dann vielleicht irgendwann mal sagt, ja, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust mehr drauf? Eigentlich tatsächlich nicht, weil diese Story ist so umfangreich und so aufregend und so toll, man kann sich da richtig verwirklichen, weil die Geschichten sind ja immer unterschiedlich. Es ist also nicht die gleiche Musik, die da stattfindet. So, du musst also auch immer jeder Song möchte oder braucht eine andere Emotion, einen anderen Eindruck, den du hinterlassen musst. Macht das so abwechslungsreich, aufregend und auch herausfordernd so ein bisschen. Irgendwie ist es wie so ein Film. Es ist eigentlich wie ein Film, ein Dreiteiler sozusagen, den man da kreiert. Und das macht es wirklich sehr interessant und da haben wir weiter Bock, das zu tun. Wenn ihr jetzt so, wenn du sagst, jeder Song braucht verschiedene Emotionen, habt ihr vorher so eine Planung, dass ihr sagt, in der Geschichte muss der Song aggressiv klingen? Also Part 1 aggressiv, Part 2 hat was mit Liebe zu tun und. Das basiert tatsächlich auf den Texten. Bevor wir überhaupt anfangen, irgendeine Note zu schreiben, liegen uns die Texte vor, die für dieses Album dann relevant sind. Der Chris hat, wie gesagt, die Storyline entwickelt und macht daraus Texte für verschiedene Songs. Wir wissen also im Vorhinein, es dreht sich um 8 bis 9 Songs oder in dem Fall 9 Songs, die so und so heißen und was genau drin vorkommt in diesen verschiedenen Songs. Und darauf beginnen wir das Songwriting. Also wir lesen uns die Texte durch und wissen dementsprechend schon, was für Emotionen wir durch die Musik dort kreieren müssen und wie der Aufbau sein muss. Als Sänger hast du bestimmt eine Melodie im Kopf, das würde gut zu mir liegen, bei dem und dem Wort singe ich so und so, also müssen die Gitarren drunter so und so klingen. Ja, das ist so ein bisschen natürlich Erfahrung. Ein paar Alben haben wir schon geschrieben, wo man dann weiß, okay, dieser Part, also dieser textliche Part und oder musikalische Part würde sich jetzt einfach perfekt eignen für Clean Vocals zum Beispiel. Das sticht so ein bisschen heraus. Und das probieren wir dann aus. In dem Fall jetzt bei Wolfbite haben wir es auch so gemacht, die Texte lagen uns vor, die Demo-Songs waren fertig und wir haben uns alle drei zusammengeschaltet, Zoom-Session und haben dann den Text auf dem Song platziert und dann auch währenddessen geguckt, wie würde sich das anfühlen, wie klingt es, passt es thematisch, müssen wir noch was umstellen. Also es ist so ein bisschen, das fliegt einem förmlich ins Auge, wenn man so sagen kann. Zur Musik ist ja so, dass jeder bei euch in der Band was zu beitragen kann. Genau, genau so ist es. Jeder kann dazu was beitragen und so wurde es jetzt auch bei Wolfbite wieder gehandhabt. Da fliegen ein paar Ideen quasi durch den Raum, digital werden die hin und her geschickt, daraus entwickeln sich neue Sachen, daraus entwickeln sich auch Ideen für Gastmusiker. So ist es dann ja auch, dass man sagt, also das würde jetzt ein perfekter Part sein für einen Dudelsack oder ähnliches. Schreiben wir dann auch schon so Melodielinien, die wir finden, die würden gut passen, schicken das in dem Fall zum Beispiel dem Axel, der hat vielleicht noch eine andere Idee, der nimmt das dann auf und so geht es dann hin und her. Apropos Gastmusiker, ist schon mal jemand auf euch zugekommen, hat gesagt, ich will unbedingt bei euch mal auf dem Album mitspielen?
Es kam tatsächlich mal vor, ein guter Freund vom Arcadius hat ihn dann nochmal angesprochen, der lebt in Japan. Da kam die irgendwie ins Gespräch, da müssen wir den Arcadius tatsächlich aber nochmal genau fragen. Was nachher darüber rauskam, war allerdings, dass er live mitgespielt hat. Der hat sich also einen Song draufgeschafft auf seine Geige und ist dann live bei uns mit auf der Bühne gestanden und hat dann gespielt. Also das kommt halt auch schon vor, ja. Also nicht so ein typisch klassisches japanisches Instrument wie ein Shamisen oder sowas. Nee, in dem Fall war es tatsächlich eine Geige. Wahrscheinlich nennt sich das auch noch ein bisschen anders. Sorry für alle, die da jetzt. Aber für mich, ich glaube, das war ziemlich sehr, sehr ähnlich einer Geige gegenüber. Und das hat er fantastisch da gemacht, der Will. Sehr interessant, sowas, wenn man verschiedene Stile miteinander mixen kann. Das macht ihr ja sehr ausführlich. Aber bei euch ist ja nicht nur Musik. Ihr habt ja auch jetzt fürs neue Album was Visuelles mit dabei. Und da meine ich jetzt nicht nur die Textbeilagen in der CD. Genau, also es ist so, dass seit geraumer Zeit, wie gesagt, der Chris Wörwin bei uns mit dabei ist, der nicht nur die Texte und die ganze Storyline entwickelt, sondern auch das Artwork. Es war primär eigentlich immer das Cover-Artwork inklusive Booklet. In dem Fall ist es jetzt bei Wolfbald aber der Fall, dass er ein 45-seitiges Comicbuch noch entworfen hat. Es ist also so, dass wenn man Lust hat, sich nicht nur die CD reinzuziehen mit den Songs, und die Storyline sich darüber zu ergründen, dann kann man sich tatsächlich auch noch einen Comic aufschlagen und mitlesen und gucken, wie das dann wohl aussehen könnte. Also der Chris ist ein absolutes Multitalent, was das angeht, und hat da sich mal wieder selbst übertroffen. Also das hat mich persönlich auch absolut umgehauen. Dieses Comicbuch ist der Obershit. Man hat ja dann auch gleich Bilder im Kopf, ne? Genau. Und die werden dann halt auch unterstützt durch die Bilder, die er da halt zeichnet. Auch da tauchen dann halt auch diese Sprechblasen auf, wie im Comic, ne? Und in diesen Sprechblasen tauchen dann auch Sachen auf, die wir halt in den Texten singen, in dem Song und so. Das ist also mega abgefahren. Und das, was er da zeichnet, hast teilweise manchmal echt das Gefühl, das ist einfach eine Fotokopie. So super ist das gezeichnet. Also wirklich eine grandiose Sache, die man im Special Package da erwerben kann, wenn man dann Lust drauf hat, ja. Wollt ihr nicht mal einen Film drehen? Ja, es ist, die Frage kommt tatsächlich auch schon mal auf, ne? Vor allem, weil wir jetzt ja auch so konzeptmäßig unterwegs sind in mehreren Reihen. Also ich hätte persönlich da jetzt nichts gegen, aber so Netflix-Style, ne? Wollen wir mal sehen. Mal gucken, ob da irgendwie sowas mal ins Hause steht. Ein paar lustige Sachen haben wir ja schon in der Bandgeschichte gemacht. Vielleicht ist das ja auch mal eine Möglichkeit. Mal gucken. Ja, so was Ähnliches wie Nightwish. Haben die einen Film rausgebracht, oder? Ja, die haben ja dieses über, wie hieß denn der Film? Komme ich jetzt nicht drauf. Jedenfalls über irgendeinen Komponisten, der Alzheimer kriegt und dann so quasi in seine innere Welt zurückgeht und von seinen Ängsten, die er so als Kind auch hatte, da konfrontiert wurde. Ich glaube, das kannst du bei Prime dir sogar angucken. Ach was, okay, davon habe ich noch nicht gehört, aber hört sich super interessant an. Ja, vielleicht ja sowas, ich weiß nicht. Also, könnte ich mir gut vorstellen, wenn ihr so bei euren Konzepten und so, das wäre mal eine richtig tolle Story, also eine richtig, könnte man sicherlich filmisch ganz gut umsetzen. Wäre geil. Hätte ich definitiv Bock drauf. Müssen wir mal gucken, ob sowas irgendwann mal möglich ist. Ne? Muss halt die richtigen Leute dafür haben, kennen. Vielleicht muss einer auf uns zukommen, der sagt, also das kann ich mir gut vorstellen, verfilmt oder so. Schauen wir mal. Also ist auf jeden Fall eine coole Idee. Nun habt ihr das ganze Jahr im Home Recording aufgenommen. War es schwierig? Eigentlich kann man sagen, nein. Das war sogar so selbst gewollt, weil da muss ich auch ein bisschen ausholen, nachdem wir das letzte Album, dieses Echoes of Yore, rausgebracht haben, sind wir alle Väter geworden, also mit Familie und allem Pipapo und dementsprechend haben sich so ein bisschen, ja, ist das Zeitmanagement natürlich ein bisschen begrenzter hier und da. Also so eine typische Studioproduktion, wie es vorher mal möglich war, wenn man so sagen kann, von 3, teilweise 4 Wochen eng getaktet mit einem genauen Zeitplan, war einfach nicht mehr darstellbar. Dementsprechend haben wir uns überlegt, dass es doch geil wäre, das im Home Recording zu machen. Die Erfahrung bringen wir nur auch mit. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon mal was zu Hause aufgenommen, auch recht professionell. Also das war jetzt nicht das Thema. Im Gegenteil, so die Möglichkeit zu wissen, das flexibel aufzunehmen, so lange daran zu arbeiten, wie man möchte, das stand so im Vordergrund. Und da haben uns dann quasi, haben uns ein bisschen umgehört, uns fürs Pitchback-Studio entschieden und das alles, und da, jetzt kommen wir zu einem eigenen Punkt, kurz bevor die Corona-Pandemie dann ins Spiel kam, so richtig und eingeschlagen ist, das war natürlich in diesen zweierlei Hinsichten dann ein glücklicher Schritt von uns, dass wir uns so entschieden haben, auf diese Idee dann später ein Online-Studio zu nehmen, kamen viele andere Bands auch, die dann lange warten mussten, lange Wartezeiten in Anspruch nehmen mussten. Das hatten wir jetzt in dem Fall dann nicht, glücklicherweise. Produzent hattet ihr ja jemanden, der ja eher durch modernen Metal, also
modernen Metal, modern Metalcore-Kram oder so heraussticht, wo ich so denke, so, huh, das ist ja gewagt eigentlich, weil ihr ja komplett andere Musik macht. Ja, also wir haben uns die Referenzen angehört, die er auf seiner Homepage hatte, und fanden die wirklich, wirklich stimmig und gut. Wir kennen Aljoscha noch von früherer Zusammenarbeit, und dann kam es relativ schnell, dass wir ihn mal angerufen haben und einfach die Sache mal besprochen haben, mit der Vision, die wir haben, mit den Möglichkeiten, die er darin sieht, ob das eine Sache ist, die machbar ist. Und dann hat er uns einfach vollends überzeugt, genau diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, das hört man jetzt auch auf Wolfbald, das hat sich da definitiv gelohnt, das so zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ich finde, ihr seid wieder härter geworden, was mir sehr zugute kommt. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen basierend auf der Storyline. Ne? Also das gibt die Storyline einfach her. Da kann man nicht die forderte hier und da einfach ein bisschen mehr Aggressivität. Und das haben wir dann umsetzen können. Und da hatten wir auch Spaß dran. Wir haben auch ein Akustikalbum vor kurzer Zeit aufgenommen. Da war es auch mal Zeit, mal wieder ein bisschen Gas zu geben. Ihr habt ja auch euer erstes Album nochmal jetzt 2020 veröffentlicht. Ja, die Idee stand auch schon einige Zeit im Raum, dass man das mal machen könnte zu gegebener Zeit, wenn es einfach passen würde. Und dann war die Zeit einfach gekommen, das mal zu machen. Das ging, der Kontakt mit den Ex-Mitgliedern, der stand sowieso. Arcadius war im Kontakt mit den Mitgliedern. Und zeitlich war es eine perfekte Zeit. Und dann haben wir uns daran gesetzt und das auch gemacht. Mit der Unterstützung von Markus von MDD Records war das auch dann darstellbar und möglich. Konnte man sich so einen kleinen Traum verwirklichen, mal die damalige CD wieder rauszubringen im neuen Soundgewand, tight, mit frischen Aufnahmen und so. Das war natürlich damals vor also fast 25 Jahren und sowas natürlich nicht ganz so darstellbar. Außerdem war es nur eine limitierte Auflage, die war super schnell vergriffen. Da kamen da nicht so viele daran. Das stimmt. An euer altes Material ranzukommen, ist manchmal doch sehr schwierig. Ja. Ja, schon ist die Zeit wieder rum. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank nach Schleswig-Holstein. Ja, und dass du dir Zeit genommen hast. Dafür möchte ich mich jetzt auch bedanken. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und es war super Spaß gebracht. Und schöne Grüße nach Hannover.